Blickerkennung, also da kann es mit dem Spiel direkt losgehen. Entsprechend tun wir bei dem Notebook auch bei der ersten Lieferung das Spiel kostenlos dabei liefern. Okay, nächsten Slide. Andere Geschichte, ich habe schon erwähnt, PCs. Große Desktop-PCs sind immer mehr out. Keiner will mehr so einen riesen Kasten mit sich rumschleppen, am besten im hässlichen Beige. Sondern es geht zu schicken PCs, beleuchtet und auch zu kleineren Größen. Und das Kleinste, was wirklich möglich ist, ist unser Vortex, nur 6 Liter groß. Kein schöner Vergleich, aber doch ein treffender ist der mit einem kleinen, jeder kennt das kleine 5 Liter Bierfässchen, also das ist die Größe von dem PC. Und daneben haben wir mal bei uns im, zusammengestellt, was da alles drin steckt. Also da stecken 2 starke 89er Gaming-Desktop-Grafikkarten drin. Natürlich nicht als große, in der großen Version, sondern auf einer MXM-Karte. Da haben wir speziell mit Nvidia zusammengearbeitet, dass wir es geschafft haben, den Desktop-Chip auch auf einem MXM-Modul unterzubringen, um eben den entsprechenden Platz zu sparen und es in so Gehäuse einzubauen. Da ist ein starkes Gaming-Mainboard von uns drin, ein eigenes Netzteil, also nicht wie andere, dass man damit externen Netzteilen arbeitet, sondern wirklich, das ist ein kompletter PC in dem Gehäuse und auch der steht hinten für jeden, um sich den anzuschauen. Okay? Hier nochmal alle Features. Einfach mal beeindrucken lassen von den vielen Zeichen. Wer es genau wissen will, wir stehen auch hier den ganzen Abend zur Verfügung, da gerne auch Auskunft zu geben, wenn detaillierte Fragen sind. Nächster Slide. Ein Hinweis vielleicht noch, weil man das am Gerät nicht so gut erkennt, wenn man es nicht weiß, auf das spezielle Kühldesign, das wir hier umgesetzt haben. Also im oberen Bereich des Kühlers ist ein riesiger, großer Radiallüfter, also mit dem Durchmesser ungefähr des ganzen Gehäuses. Und der saugt von unten die Luft auch noch wirbelförmig, daher Englisch Vortex, Wirbel, wird die Luft durch das Gehäuse gewirbelt, kühlt damit also sehr, sehr effizient und nach oben abgeführt. Und das ermöglicht uns eben in so einem kleinen PC wirklich derart leistungsstarke Komponenten unterzubringen und auch auf vertretbarer Temperatur zu halten bei leisem Betriebsgeräusch. Anderes Produkt, der Aegis. Unser allerneuester PC, ein 20 Liter PC, ein Stück größer, aber immer noch deutlich kleiner als die meisten PCs. Auch hier mit speziellem Kühlkonzept, das kommt in der nächsten Slide, wo man eben sieht, unten das Netzteil ist mit Absicht getrennt vom Rest des PCs. Sieht einmal cool aus, der PC steht damit ein bisschen schräg. Andererseits ist es auch möglich, damit das Netzteil getrennt von allen anderen Komponenten zu kühlen, verhindert, dass eben die Wärme auch auf andere Komponenten abstrahlt. Genauso wird die Grafikkarte mit dem Eigenluftstrom gekühlt und der Prozessor hat auch nochmal einen dritten Luftweg durch das Gehäuse. Das heißt, alle Leistungskomponenten werden getrennt voneinander gekühlt und das ermöglicht es, sehr effizient und auch leise zu machen. Und damit waren wir schon durch. Ich habe einen Produktbereich noch nicht erwähnt, allerdings denke ich, ist der auch jedem bekannt. Also unsere Grafikkarten, denke ich, haben die größte Bekanntheit. Auch hier mit unserem Threadforcer 4 Kühler. Und auch, wie gesagt, Hinweis, alle bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Die Karte gibt es heute zu gewinnen. Denke ich, ein sehr, sehr spannendes Angebot. Gut, dann Frankie, bist du dabei? Wird uns noch ein bisschen was erklären zum Ablauf. Dankeschön. So, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen vom eSport Club München oder dem eSport Club München. Danke, dass ihr da seid. Den einen oder anderen kennen wir ja öfters mal von CSGO-Turnieren. Die anderen, die neu dabei sind, danke, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns riesig darauf, das Turnier hier abhalten zu können. Zum Ablauf, wir sind jetzt aktuell 4 Teams. Wir haben um 13 Uhr das Check-in geschlossen, das heißt, also, wir spielen auch mit 4 Teams. Wir machen es dann aber so, dass wir nur an den vorderen Plätzen spielen, das heißt also hier. Damit halt alle auf dem Stream zu sehen sind, ist halt ultra cool. Ja, bei 8 Teams hätten wir halt immer nur ein Team oder 2 Teams auf dem Stream zeigen können, so können wir halt mit allen arbeiten. Vom Ablauf her, wir spielen halt das Schweizer Modell, das heißt also, es spielt im Endeffekt jeder gegen jeden einmal. Das Ganze wird sich ziehen, also wir rechnen mal so bis um 8, wir werden eine kleine Mittagspause einlegen, damit ihr halt eben auch ein bisschen was essen könnt und so weiter. Und ja, zur Location kann ich euch noch sagen, die Rechner, die halt eben jetzt von der Arena weg sind, sind halt einfach ein bisschen zum Warmhalten, warm spielen, die könnt ihr auch gerne nutzen.
Wir haben natürlich ein bisschen Ablauf oder Zwischenlaufzeit, weil natürlich immer die Leute von den Notebooks weg müssen, die anderen hin, ihre Config aufspielen und so weiter. Also ihr habt dann ein bisschen Zeit. Ich bitte euch aber darum, das zügig zu machen, weil wir halt mit dem Turnierablauf natürlich durchkommen müssen. Ja. Ansonsten wünsche ich euch echt einen geilen Tag hier. Oben ist die Healthbar, ihr könnt halt ganz normal oben aus der Karte wählen, Bürger, alles mögliche, nehmt eure Verzehrkarte halt mit und nutzt die halt eben auch ausgiebig. Ja. Gut, dann euch einen schönen Tag und viel Spaß. So, noch einen kurzen Hinweis, ich habe es vorhin in der Agenda gesehen. Also wir machen heute von dem Tag einen Livestream. Das heißt, wir werden von den Games live berichten, wir werden auch Fotos machen, die werden wir zum Beispiel über unsere sozialen Medien, Facebook teilen. Falls irgendjemand Probleme damit hat, dass er auf irgendeinem von diesen Medien auftaucht, kein Problem, Problem. Für uns ist das kein Problem. Uns einfach oder einen von uns mit den Jacken unauffällig ansprechen und dann gucken wir, dass wir euch da entsprechend helfen, dass ihr da nicht auf den Bildern landet. Aber ansonsten setzen wir eben voraus, ist ja heute auch gang und gäbe eigentlich bei Events, dass da gefilmt und gefotografiert wird. Aber wollte es gerne mit euch abklären. Genau, ich noch kurz für die Teams. Warte kurz noch. Für die Teams, also Team 3 und Team 4 haben noch keinen Teamnamen gewählt. Dazu bitte dann in den Turnierbereich gehen. Da vorne seht ihr ja dieses kleine Minibüro, da sitzt die Turnierleitung. Die findet noch mal jemand für euch. Und zum Thema Fotos, derjenige, der sich meldet, der bekommt dann eine Papptüte. Macht Spaß. Mit Bild eines iBrand, ja. Kleiner Tipp, gestern selbst ausprobiert. Die Burger sind geil. Die sind awesome, habe ich gehört.